Ja, liebe Freunde der seichten Unterhaltung, es geht weiter bei Let's Play Shadow Hearts Covenant und danke nochmal an World Damned Girl für die Beteiligung beim letzten Mal. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir sind hier immer noch in den Nearm-Ruinen und müssen nach oben. An diesem Stein. So. Und jetzt gehe ich hier auf diesen lila Stein, um hier zum grünen Stein zu kommen. Genau, zu diesem. Doch nicht zum lila Stein. Und den drücke ich jetzt. Dann kommt der nämlich auch runter. Und ich kann den grünen Knopf drücken. Sehr schön. Alles klar, läuft doch auch. Wenn man will. So. Man sieht jetzt, es hat sich was getan. Okay, das heißt, ich müsste da jetzt auch weitergehen können. An dieser Stelle. Beziehungsweise erstmal auf den anderen lilanen Stein. Um nach oben gehen zu können. Genau hier. Wunderbar. Ja, jetzt gehen wir hier durch. Schauen aber erstmal, wir kommen jetzt da nicht zu dieser Schatzkiste. Das ist aber nicht schlimm, das schaffen wir noch später. Hep. Jetzt geht's erstmal wieder nach unten. Denn zum einen kommen wir nur hier an den gelben Knopf, den wir drücken müssen. Ja, Leute. Habt ihr euch daran erinnert, dass wir an einer Stelle nicht an den gelben Knopf dran kamen? Oder an den Schatz dran kamen, der da war? Jetzt kommen wir da dran. Jetzt muss man sich nur merken, wo das war. Und ihr kennt mich, ich kann das nicht. So. Toll, da ist auch noch eine Schatzkiste. Ich möchte alle Schatzkisten hier aufnehmen. Denn hier sind die wichtigen Gegenstände. Ja. Schön, 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 schön. Bäm. Kurando. Wow. Kurando. Wow. So. Ja, drei Gegner treffen auf einmal. Das will ich doch gerne. Bounce. Bounce, 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 bounce. Okay. Ja, jetzt holen wir wieder Neo-Armon rein. In den Battle. Genau. Yuri hat ja jetzt diese andere Animation der Fusion. Ich denke mal, wir gehen erstmal auf Talos los. Dass wir ihn loswerden. Ja, Dreieck zur Kombo-Drücke. Bam. Und jetzt holen wir wieder, dank Ants Kreuz wird sie erstmal wieder geheilt. Und wir holen einen Sonnenstark raus. Der dürfte ja rein theoretisch treffen. Vor allem perfekt. I summon you, Phoenix. Genau. Bam. Und er ist weg. Wunderbar. Album. Und wir machen eine Powerkanone. Es gibt ja nur noch einen Zaungast hier, der kriegt es erstmal mit der Powerkanone. Harpune! Ah, nee, Powerkanone! Sehr schön. Haben wir das jetzt auch gemacht? Ja. Jetzt muss ich jetzt mal schnell nachschauen. Jetzt muss ich wieder zurück, genau. Ich muss die Schalter zurücksetzen, Leute. Das muss ich erstmal machen, bevor ich hier weitergehen kann. Autsch, ich muss wieder zurück. Das war ein bisschen zu früh. Das war ein bisschen zu früh. Okay, es geht wieder zurück. Einmal wieder nach oben. Kann ich hier jetzt überhaupt den grünen Button drücken oder irgendeinen Button? Ne, hier kann ich doch gar keinen Knopf jetzt drücken. Okay, das heißt erstmal wieder nach unten und die Knöpfe pushen. Push die Buttons, damit wir dann alles rankommen. Das ist jetzt erstmal von Bedeutung, Leute. Wir müssen jetzt erstmal hier einiges holen, damit wir hier weiterkommen können. So, bam. Wieder rüber. Einen grünen Button drücken. Einmal. So, das klappt alles. So. Ja, ich weiß, die letzte Folge war wieder ein bisschen länger. Beschwert euch nicht. Nimmt's hin. So. Hep. Und hep. Sehr schön. Klappt alles, wenn man will. Hep, pada. So, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Jetzt kann ich hier wieder durchgehen. Jetzt muss ich nur erstmal nachschauen, Leute. Ich muss erstmal hier nachschauen. Einmal Pause drücken. So, jetzt habe ich das gemacht. New, 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 new.
Jetzt muss ich wieder zurück in ein gewisses Bild. Ja. Okay. Okay. Ja. Ich muss dahin, wo ich Shanghai Heaven alles gefunden habe. Genau hierhin. Bebe. Ich denke, hier bin ich jetzt richtig. Ja, ich muss jetzt mal zwischendurch unterbrechen, weil ich nachgucken muss, wie ich das gemacht habe. Ja. Okay. Ich muss jetzt hier weiterlaufen. Natürlich auch wieder kämpfen. Kämpfe gehören dazu. Warum nicht? Ich hasse Gegner. Tsukiyomi. Okay. Das Problem sind eigentlich nicht diese Aerolites, sondern die bekloppten Talos, die mal hier rumrennen. Bam, 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 bam. Genau so muss das sein. Dann holen wir noch Neo-Amon in den Kampf hinein. La la la, la la la. Okay, ja, Zaungast. Zaungast sagt Dankeschön. Und wir töten ihn. Genau so. Jetzt Karin erstmal ans Ernst Kreuz. Und ja. Der andere Aerolite ist fällig. Bam. Zack, zack, zack. Genau so muss das sein. Anastasia, greif ihn an. Schwäche ihn mit allem, was du hast. Ein Crit hat sie gemacht. Ja, war süß. Ich hasse Verstandsangriff. Ich hasse Verstandsangriff. Und ihr seht, ich habe mich schon lange nicht mehr geheilt. Das hat seine Bewandtnis. Yeah, perfekter Ring. Bam, 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 bam. Pfund. Und ein Crit am Ende. Sehr schön. Leider kann ich ihn, glaube ich, nicht versteinern. Ich glaube, der ist da nicht anfällig gegen. So. Pfund. Es gibt insgesamt, glaube ich, an Dungeons, an optionalen, gibt es drei. Wenn ich mich recht entsinne. Einer davon ist dieser hier. Oder gibt es noch einen? Ich überlege gerade. Kann auch sein, dass es noch einen gibt. Bin mir dessen jetzt nicht mehr so sicher. Befürchte aber, oder behaupte allerdings erstmal, dass das nur drei sind. Drei optionale. So. Inklusive diesem hier. Der ist aber auch recht lang. Also der ist sehr aufwendig. Aber er lohnt sich. Wir können jetzt hier an diese Schatzkiste rangehen. Die zum einen ein reines Extrakt beinhaltet. Zum anderen hier noch immer umschauen. Hier ist noch eine Schatzkiste. Leute, die nehmen wir auch mit. Zack. Wir haben ein Speed-Siegel gefunden. Okay. Dann müssen wir jetzt lila Stein, genau diesen. Bäm. Ich weiß gar nicht, warum ich mir lila aufgeschrieben habe. Für mich sieht er eher grau aus. Naja, wir drücken mal hier die Taste. So. Muss ich, glaube ich, jetzt machen. So, und jetzt diesen Knopf. Und hier ist wieder eine Schatzkiste, Leute. Genau. Der siebte Schlüssel. Wir haben wieder einen siebten Schlüssel. Und jetzt müssen wir wieder nach ganz unten. Okay. Oh Mann, ich weiß noch, wie ich das damals gehasst habe, immer hin und her zu rennen. Aber Leute, an alle, die sich damals nochmal gefragt haben, wie das damals gelaufen ist. Ich hatte damals verdammt viel Zeit dafür. Wirklich. Ich hatte damals wirklich verdammt viel Zeit. Okay, ich muss jetzt wieder zurück zu dem Ort, wo ich vorhin war. Oh! Leute, das nervt. Vor allem, wenn der Feind mich umzingelt hat. Oh Mann. Ich mach mal eine kurze eine bedürfnisbedingte Pause. So, Bedürfnis befriedigt. Es kann weitergehen. Autsch. Autsch. Bäm. Rückwärtsring. Wie sehr ich das liebe. Und dann noch ein Sturmstachel hinterher. Okay. Ach, dann auch noch. Ja, sicher. Ihr seid mutig. Anastasia getötet. Sehr, sehr mutig. Muss ich ja sagen.
So. Dann wollen wir mal. Vielleicht können wir jetzt einige Gegner mal ein bisschen teasen. Ja. Könnten wir. Der Aerolite, der Anastasia getötet hat, ist jetzt erstmal fällig. Bam. Und wir kombinieren natürlich. Bam. So. Yuri. Fusion bitte. Neo Amon, danke. Yeah. Sonderskill. Stirb, Schwein. Ja, ihr seid fällig, ihr Schweine. Niemand springt so mit Anastasia um. Yeah. Drrr. Bam, 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 bam. Karin. Schwertkunst. Sonnenstark. Da trifft sie Talos mit, aber den Gegner davor nicht. Den wir schon gesehen haben, das macht nichts. Wir machen erstmal Talos weg. Und dann holen wir Anastasia wieder ins Leben. Phoenix! Ah, ich liebe diesen Spruch. Vor allem das Bild von Phoenix sieht nicht mal nach Phoenix aus. Ja, dann wollen wir mal. Nein, nicht Stirbschwein. Auferstehung oder machen wir noch nicht? Nein, wir machen Auferstehung. Für Anastasia. Bam, bam. Haben wir auch schon gesehen. Ist ein sehr schöner Skill, Leute. Ein sehr, sehr schöner Skill. Hep. Anastasia steht wieder. Und jetzt ist nur noch dieser Aerolite da. Und der dürfte jetzt erstmal abdanken. Genau so. Zack, zack. Komm, verdammt. Genau so. Ich hoffe nur, dass das mit dem Soundeinstellung alles klappt. Dass das sich wirklich so gut anhört wie in den Testaufnahmen bzw. in den Testfestlegungen. Oh Mann, Leute. Ich hoffe es einfach nur. Weil dann würde ich mein Headset sogar, glaube ich, nie wieder abgeben. Würde ich ja sowieso nicht machen, weil ich es eigentlich schon fast als eins der besten, was ich je hatte, bezeichnen würde. So, und wir sehen, wie die Mana-Samen hier purzeln. So, ich muss jetzt an dieser Stelle wieder zurück zum 16er-Feld. Ja, gib mal alles jetzt. Die Schatzkiste kriegen wir auch noch. Hier bin ich falsch gelaufen. Ich muss hier lang. Genau, jetzt muss ich. Noch mal überlegen. Moment, ich hatte mir das zwar gerade nochmal angeschaut, aber jetzt muss ich überlegen. Nee. Die Port, die Zeit muss sein. So. Jetzt muss ich schauen. Genau, jetzt muss ich wieder zu diesen zwei Steinen, die da waren. Und erstmal den unteren nehmen. Genau so war das. Genau. Ja, erstmal wieder den unteren nehmen. Und die Steine wieder aktivieren. Hep. Weil das ist jetzt für eine Schatzkiste, die einen Gegenstand beinhaltet, den es nur einmal im gesamten Spiel gibt. Leute. Diesen Gegenstand gibt es nur einmal im gesamten Spiel. Das ist das Besondere. So. Gerade wäre nämlich der Stein zu tief gewesen. Und jetzt ist es machbar. Jetzt kann man diesen Stein nämlich auch betreten. Jetzt muss ich nur wieder zurück. Und auf den oberen Stein treten. Ja. Genau so muss das sein. Und jetzt nach oben. Lauf sofort durch, bitte. Sehr gut. Nein! Wieder kämpfen. Ja gut, sollte nicht so schlimm sein. Wir haben es fast geschafft, Leute. Und wir sind wieder umzingelt. Warum habe ich immer so ein Glück, dass die Gegner mich umzingeln? Mann, 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 Leute. Mann, Mann, Mann. Enger Ring. Mein Gott, ey. Und die gehen immer mit den Ringänderungen immer nur auf Anastasia. Mann, ey. Ja, sie ja. Ja, sie ja. Ja, sie ja. Rando? Richtig. Richtig einfach nur. Mach sie kaputt. Mach sie kaputt. So. Ey, da treffe ich alle drei. Ihr seid fällig, ihr Schweine. Normalerweise müsst ihr auf euch Stirbschwein zaubern. Ihr Scumbags. Bäm, 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 bäm. Alle drei kaputt. So. Neo Amon.
hat zwei Züge in diesem Angriff jetzt. So. Plätten wir den Gegner mal. Perfekter Ring. Bam, bam, bam. 361 Schaden. Das ist schon eine gute Vorarbeit. Eine gute Vorarbeit, mein junger Pandawan. Ach ja, sie hat den engen Ring. Bam. Aber süß. So, Karin. Was machst du jetzt? Greifst an, ne? Ja, genau, Mädel. Du greifst jetzt an. Weil du das ja auch kannst. Oh, Mann. Das dürfte Amon vielleicht sogar schaffen. Jawohl, das dürfte er schaffen. Yeah. Motherfucker, das war's. So. 10 Seelen wieder. Schön. Ich glaube, wir haben jetzt Somnion endlich auf Finsternis-Ebene Level 10. Jetzt müsste es soweit sein. Oh, Mann. Ja, Fusion Somnion, Level 10. Ja, haben wir. Sehr schön. Es ist wichtig, diverse Monster auf Fusionsseelen ab einem gewissen Zeitpunkt auf Level 10 zu haben. Den werde ich euch dann nennen. Das ist im Rahmen der Sidequests und da wird noch sehr viel Offscreening passieren. Weil ich das noch alles einplanen muss, was da noch kommt. Lässt es sich nicht anders machen. Seid euch bitte dessen bewusst, dass das nur dazu geschieht, um ein gewisses Ziel, was ich damit beabsichtige, dann auch zu erklären. Und da ist die Schatzkiste, die ich haben will. Yes, der ewige Schlüssel. Es gibt nur einen ewigen Schlüssel. Dieser ewige Schlüssel ist gleichzusetzen mit dem Schlüssel zum Erfolg. Dieser Schlüssel zum Erfolg ist eigentlich nichts anderes als die Tatsache, dass man diesen Schlüssel dafür benutzt. Der läuft ewig durch, der Schlüssel. Das heißt, er kann durch und 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 durch immer laufen, immer schneller werden. Und das wird gaskrank. So, jetzt muss ich nochmal ganz schnell schauen, wo muss ich jetzt hin? Ja. Okay. Ja, gut, dann muss ich jetzt... Ah ja, ich muss dahin, wo ich den, 7. Schlüssel geholt habe hin. Okay. Das war doch, glaube ich, wenn ich jetzt hier runterfahre, komme ich doch glaube ich, auch hin. Oder? Nee, hier ist nur der Knopf. Okay. Ich muss zum 7. Schlüssel. Wo war das nochmal? Hep. Ach, war das nicht hier oben lang? Nee. Ich muss die Steine wieder umsetzen, glaube ich. Ja, ich muss die Steine wieder umsetzen. Toll. Oder? Muss ich die jetzt zurück betätigen oder nicht? Rein theoretisch muss ich es doch machen, oder? Oder? Ja, wie muss ich das... Ich muss wieder zu dem reinen Extrakt. Aber dafür muss ich doch die Steine wieder umstellen. Da komme ich doch sonst nicht durch, oder? Oder etwa nicht. Ich muss das doch umstellen wieder. Sonst komme ich doch gar nicht da durch. Ja, natürlich. Ich muss die Steine wieder umstellen. Okay. Führt ja kein Weg dran vorbei. So. Zumindest die Steine wieder rausholen aus der Verankerung, dass ich da langlaufen kann. Oh, ist das nervig. Nö, keine Lust, Leute. Ich mache das jetzt einfach nur ganz schnell noch fertig, weil ich das jetzt noch fertig bringen will. Dass ich gleich noch einiges erreichen kann, beziehungsweise schaffen kann. So. Fast. Fast wieder missgebaut, fast wieder gefailed. So. Jetzt kann ich nämlich auch wieder zu Nummer 14. Beziehungsweise Abbildung Nummer 14. So heißt es in einer Lösung. Habe ich mir sagen lassen. Ich nutze diese Lösung nicht. Es ist eine gute Lösung. Für die Leute, die nach einer Internetlösung für das Spiel suchen. Diese Lösung ist gut. Aber an manchen Ecken sehr fehlerhaft.
deswegen nicht unbedingt zu empfehlen. Macht es lieber auf eigene Faust und macht euch eigene Notizen dazu fertig. Ich glaube, jetzt kann ich den grünen Knopf mal drücken. Ja, ich glaube, das war jetzt auch eher der Sinn. So. Jetzt kann ich nämlich hier lang fahren. Hier lang fahren. Ach, ist das schön, Leute. Glaubt mir, ich werde offscreen noch einiges an Kämpfen machen, bevor ich eben halt in den Dungeon gehe. Ich möchte mal jetzt eben kurz schnell auf den Spielstand schauen, um zu schauen, wie der jetzt aussieht. Ich denke, ich bin immer noch Stufe 54, dürfte das sein. Ja, der ist nicht allzu gut. Ja. Das ist nicht allzu gut, aber lasst euch sagen, man muss schon einiges machen, um hier alles zu bekommen. So, jetzt muss ich überlegen, was mache ich jetzt? Gehe ich erst hier lang? Definitiv nicht. Definitiv nicht, Leute. Nee, nee, keine Chance. Ich nehme erst den nördlichen. Denn ich will einmal runterfahren. Bäm, da ist ein Schalter und eine Schatzkiste. Die Schatzkiste nehme ich mir erst mal mit. Und da drin sind die Hieroglyphen. Yay! Der zweite wichtige Gegenstand, den ich haben wollte. So, jetzt fahren wir wieder nach oben. Muss ich jetzt den Knopf drücken? Moment, das muss ich nochmal nachstellen. Ich muss den Knopf drücken. Okay. Okay, alles klar. Sehr schön. Wir haben es ja schließlich fast geschafft. Jetzt gehe ich hier auf den Stein. Ich müsste eigentlich jetzt alles soweit haben, was ich haben will. So. Jetzt drücke ich hier auf diesen Knopf. Mal schauen, ob es jetzt reicht. Ich weiß es nicht. Ich werde es ja sehen. Jetzt fahre ich nämlich wieder zurück. Hui. Oh, wie dude. So. Jetzt muss ich, glaube ich, hier auf den nächsten drauf. Wenn ich mich recht entsinne. Ja. Ja, 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 ja. Hier drauf. Und jetzt geht's runter. Hier müsste noch eine Schatzkiste liegen. An die ich nicht drankomme, weil ich den grünen Knopf gedrückt habe. Ja gut, die Knöpfe, die Gegenstände, die ich hier finde, muss ich holen. Zumindest einen davon muss ich holen. Das ist dumm. Jetzt muss ich wieder zurückfahren und den scheiß grünen Knopf drücken. Okay. Weil wenn ich den jetzt nicht gedrückt, wenn ich den jetzt gedrückt hätte, hätte ich hier durchgehen können. Aber wenn ich ihn nicht gedrückt hätte, ich beule. Ich fahre nochmal zurück. Und ihr seid dabei. Ich lasse meine Fehler drin. Das war sehr dumm. Warum habe ich diesen grünen Knopf überhaupt gedrückt? Kann mir das mal einer erklären? Das war ziemlich sinnfrei. Jetzt muss ich die Knöpfe auch wieder rückgängig drücken. Einmal nochmal drauf drücken, dass ich wieder zurückfahren kann. So. Hep. Ach nee, ich muss ja gelb drücken, um zurückzufahren. Sonst fährt er ja nicht zurück. Verdammt. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Und das alles nur, weil ich einen Knopf wieder gaskrank gedrückt habe. Einmal wieder zurück. Oh Mann. Oh Mann, Leute. Wenn ich könnte, würde ich mir selber das Bein abbeißen. Ja. Den Kampf mache ich auf jeden Fall. Bringt ein paar Punkte. Oh Mann. So was Dummes. Ah. Das rächt mich schon so ziemlich auf. Wir machen erstmal die drei kaputt, die da so abseits stehen. Bam. Die dangen als erstes ab. Mann, ich könnte mich echt überfallen dafür. Für diese verdammte Kacke. So, die sind weg. Neo Armon, du bist der Nächste. Mann, Mann, Mann. Das regt mich doch schon ziemlich auf. Stirb, Schwein. Damit treffe ich auch wieder alle drei. Ich mache meiner Wut Luft. Bam! Und Combo. Combo, falls einer überlebt. Mann, 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 das ist echt wütend und wuterregend, ist das ehrlich. Boah.
Jetzt muss ich da wieder zurück, nur weil ich da den Fehler gemacht habe. Oh, ein Gnadentalisman erhalten, sehr schön. Die muss ich auch bald wieder kaufen. Gut, dass ich das sehe. Ja. Dann wollen wir mal wieder zurück. Aha, ich freue mich. Hier ist der blöde gelbe Knopf. Der grüne Knopf, den ich drücken musste, den ich unbedingt gedrückt habe. Warum auch immer. So. Jetzt hätte ich aber irgendwie da zurückgemusst. Diesen scheiß weißen Knopf da drücken, den ihr da seht. Weil ich denke, dass ich jetzt nicht rüberfahren kann. Denke ich einfach mal. Um es nochmal zu zeigen, es geht nämlich nicht. So. Seht ihr? Ich muss diesen Knopf da nochmal drücken. Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin spart Ravenite immer mehr.